Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute gibt es das Crash Boom Bang aus dem Sonderpreisbaumarkt von Komet, aka Keller. Wie ich finde, eine super Sortierung für 4 Euro oder 3 Euro. 3 Euro glaube ich nur. 2,99 kam das oder 1,99 sogar noch. Ich weiß es jetzt gerade gar nicht, ich muss nochmal gucken. Das hat mich sofort angesprochen, vor allem diese Mischung. Also haben hier enthalten Super Böller 2. Das machen wir auch mal hier so auf. Kann ich ja gar nicht, weil ich davon noch ein Thumbnail machen muss. Haha, Leute, das tut mir leid. haben wir hier China Böller B, Pyro Cracker enthalten, China Böller D, A Böller und Super Böller 2. Und ich finde die Mischung einfach nur top. Hier dürften sich noch A Böller verstecken. Und keine Sorge, ihr kriegt gleich noch zu sehen, wie diese Böller qualitativ verarbeitet sind, weil wir machen das ja schön am Tag. Und deswegen jetzt gleich viel Spaß beim Test des Crash Boom Bangs und mal gucken, ob sich das lohnt. Ja. So, Leute, jetzt gibt's das Crash Boom Bang. Übergib das mal den Männern. Du kannst es ja jetzt mal aufreißen. Mach ich gerne. Und schütt das mal einfach hier runter. So sieht die wunderschöne Mischung aus. Sonderpreis Baumarkt, wie gesagt. Fangen wir mal mit den kleinen Pyro-Crackern hier an. Boah, richtig ranzig. Aber der Lennart wird die mal zünden. Mal gucken, was die so können. Ja. Ach du Scheiße. Gott! Ja. Ach, knallen. Da können wir gerade lassen mit den Dingern. Scheiße. Naja, mach mal noch ein paar vielleicht. Ja, mach ich die Packung leer, oder? Jeder hat eine zweite Chance verdient, Lennart. Hä? Durch? Mhm. Nee. Nicht so derbe. Jetzt die A-Böller aus diesem Sortiment. Ich mach mal ein bisschen Licht an, es wird schon leicht düster hier. Wird auch nicht viel besser sein, wa? Nee, cool, hängt schon zusammen. Hängt schon zusammen. Hm. Na, wir zünden mal munter fröhlich drauf los, würde ich sagen. Aber so schlecht sind die jetzt nicht. Ja, die waren ganz okay. Besser als die Pyro-Cracker allemal. Wir gucken uns mal noch ein paar an. Also ich mach mal noch einen. Jo. Perfekt. Siehst du, das passiert nur mir, Lennart. Du machst ja alles loyal, bei dir klappt alles. Boah. B, wa? B, wa? Ja, B-Ware. Ob das B-Ware ist, das finden wir jetzt heraus. Hm. Ja, sieht nicht so fein aus. Wir gucken trotzdem mal. Nee, nee. Der hat nicht mal eine Lunte. Hat nicht mal eine Lunte. Perfekt. Also die A-Böller waren besser jetzt, auf jeden Fall. Oh, jetzt will ich noch mal. Der war auch nicht so. Ja, da waren die A-Böller fast schon besser von dem Sortiment hier. China-Böller. Ach, da ist das D. Ich dachte, das läuft. So, Komet ist eigentlich relativ gut. Hoffentlich auch mit diesen Böllern hier. Lennart, Prognose? Ich hoffe nicht, aber ich kann es jetzt auch nicht. War bisher jetzt nur so. Enttäuschend. Aber es ist günstig. Der war ein bisschen war gut, ne? Mal hier noch den. Das war ein guter Döbeler. Warte, machen wir mal noch den, weil man den ja jetzt gerade nicht gehört hat. Hier so richtig. Der war auch gut. Jetzt die Super Böller 2. Man kann schon mal sagen, die steigern sich irgendwie. Also, die China Cracker waren jetzt, die. Boah.
Leute, Leute! Ja. Alter! Die Pyro-Cracker waren jetzt nicht so sauber. Aber dafür die A und D waren auch ganz okay. Ich glaube, ich gebrannt. Gucken wir mal, was die S2 sagen. Nee. Das ist nicht so gut. Mal nochmal. Verpufft. Oh Gott. Der ist aus. Oh, mach mal noch einen. Den lassen wir auch gleich hier. Lol. Ja, nicht so doll, ein Panda Defender. Aber Leute, ich sag im Großen und Ganzen, für günstiges Geld zu haben, aber ihr könnt nicht so einen großen Knall erwarten. Also, überlegt selbst, ob ihr das wollt. Aber ich sag mal, bis zum nächsten Video. Haut rein und ciao.